Die sittliche Substanz erhielt den Gegensatz in ihr einfaches Bewusstsein eingeschlossen und dieses in unmittelbarer Einheit mit seinem Wesen. Das Wesen hat darum die einfache Bestimmtheit des Seins für das Bewusstsein, das unmittelbar darauf gerichtet und dessen Sitte es ist. Weder gilt das Bewusstsein sich als dieses ausschließende Selbst, noch hat die Substanz die Bedeutung eines aus ihm ausgeschlossenen Daseins, mit dem es sich nur durch die Entfremdung seiner selbst einzusetzen und sie zugleich hervorzubringen hätte. Aber derjenige Geist, dessen selbst das absolut Diskrete ist, hat seinen Inhalt sich als eine ebenso harte Wirklichkeit gegenüber und die Welt hat hier die Bestimmung, ein Äußerliches, das Negative des Selbstbewusstseins zu sein. Aber diese Welt ist geistiges Wesen. Sie ist an sich die Durchdringung des Seins und der Individualität. Dies ihr Dasein ist das Werk des Selbstbewusstseins, aber ebenso eine unmittelbar vorhandene ihm fremde Wirklichkeit, welche eigentümliches Sein hat und worin es sich nicht erkennt. Sie ist das äußerliche Wesen und der freie Inhalt des Rechts. Aber diese äußerliche Wirklichkeit, welche der Herr der Welt des Rechts in sich befasst, ist nicht nur dieses zufällig für das Selbst vorhandene elementarische Wesen, sondern sie ist seine, aber nicht positive Arbeit, vielmehr seine negative. Sie erhält ihr Dasein durch die eigene Entäußerung und Entwesung des Selbstbewusstseins, welche ihm in der Verwüstung, die in der Welt des Rechts herrscht, die äußerliche Gewalt der losgebundenen Elemente anzutun scheint. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. He is represented as a very important figure in 19th century philosophy. His philosophy belongs to the idealist tradition and has had a wide-ranging influence across history, politics, art, religion, and science. His ideas are sometimes ambiguous, sometimes complex, and are famous for their vast systems. Hegel's philosophy is largely based on dialectical methodology and is used to explain the development process of the real world, which includes contradictions. Dialectics refers to the process of development through conflict and resolution of conflicting elements. It reflects the ever-evolving nature of a world that achieves integration through this process. Therefore, this historical and philosophical aspect was seen as a process of development of reason and always progressing toward a free and rational society. The above quote deals with the relationship between personal consciousness and moral substance, that is, spiritual substance. Hegel explains that consciousness has being, a simple determinacy with its essence. This relationship means that personal consciousness does not recognize itself as an exclusive self, and moral entities are not regarded as being excluded from consciousness. Hegel believed that the mind develops by constantly interacting with the external world through the process of recognizing and developing itself.